wenn die eine Aufgabe schnell machen müssen, dann stelle ich das in den Raum, weil dann takt das die ganze Zeit und dann sind die konzentrierter. Das ist zu weird geworden, weil wir zu drin sind, wenn die Kamera läuft. Ich habe heute 54 Kilo gemacht, was du Videos gemacht hast. Was sind denn 54 Kilo? 54 Kilo. Was heißt denn das? 54 Kilo steht für Kilo für 1000, also 54.000 Euro. Da hat der Mathelehrer zugeschlagen. Ja, da haben wir 54.000 Euro gemacht. Man sieht mich jetzt nicht ausrasten. Das, ich habe mich sogar mehr über hier das Ding gefreut. Genau. Weil das habe ich noch nie gesehen. Wir haben hier so ein AB-Logo in klein. Hat uns ein Kunde zugeschickt, mit einem 3D-Drucker hat er das Ganze gedruckt. Und jetzt, wenn wir das mal größer holen, müsst ihr Kundenanfragen automatisiert gewinnen, sonst habt ihr keine Chance. Irgendwie das ist ja der Kunde. Wir waren vor einem halben Jahr waren wir noch 6 Leute. Und jetzt sind wir ja 18 festangestellt, plus Team drumherum. Ein paar Freelancer. Das ist schnell gegangen. Aus dem Außen wahrgenommen, ich bin schon von vornherein dabei, hat angefangen in einer kleinen WG sozusagen, Andreas ganz alleine und jetzt innerhalb von kürzester Zeit ein riesiges Team aufgebaut, auch nur beiläufig mitbekommen, arbeite nicht in der Firma und war jetzt, bin zum ersten Mal wieder reingekommen, hatte ich auf einmal das Büro verdoppelt. Ja, also ich bin erst einfach reingegangen, hinten ins alte Büro, hab gedacht, ja, da geh ich mal rein, sag meinem Bruder hallo, mach ich auf, siehst du dann auf einmal der Nate da, also ein anderer Mitarbeiter, hä? Wo ist denn der Adressbüro? Ja, hinten. Ja, wie hinten? Ja, wir haben jetzt ein neues Büro und dann hat sich das alles irgendwie verdoppelt so groß gemacht und dann sitzen wir auf einmal hier drin, hat er so einen riesigen Schreibtisch und die Statue. Das ist Napoleon. Das hat jetzt nichts mit Größenwahn zu tun. Das ist einfach ein strategischer Feldherr, der genau wusste, was er tat. Bis er kein Glück mehr gehabt hat und dann ein Imperium verspielt hat. Aber hey, für die meiste Zeit lief es ja gut. Ich meine, Napoleon war jetzt auch nicht besonders groß, ne? Das stimmt nicht, das ist eine historische Lüge. Das nee, im Ernst? Das ist Propaganda, der war ganz normal. Wie groß war der? Ich glaube, der war schon so 1,70 oder so. Ich bin nicht ganz sicher, aber also das ist einfach Scam oder was, wie Affiliate-Marketing oder was? Das ist eine Lüge gewesen, Propaganda, wahrscheinlich von den Engländern, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Jetzt habe ich ja gerade eine Frage, wo ich sehe, also wenn wir gerade schon über dein Mobiliar hier sprechen, ist das ist ein Metronom, richtig? Das ist ein Metronom. Warum steht das hier? Du als Musiker ist dir vielleicht das Metronom bekannt dafür, dass es den Takt angibt. Richtig. Das steht natürlich für mich. Weil ich hier den Takt angebe. Aber genauer gesagt, manchmal stelle ich es einfach in den Raum, wenn dann die Mitarbeiter was machen müssen und ich zwinge die dann dazu, wenn die eine Aufgabe schnell machen müssen, dann stelle ich das in den Raum, weil dann takt das die ganze Zeit und dann sind die konzentrierter. Und ich sage, ihr habt jetzt noch eine halbe Stunde Zeit, um diese Pause hier fertig zu machen, sonst passiert was. Und dann kommt zum Metronom und dann sind die ganz schön gut am Arbeiten. Wenn ich ganz böse zu denen bin... Jetzt haben wir noch, ich weiß, ich habe schon mal über den Porsche geredet, und da haben wir ein Modell da. Ja. Also das Ding, Classic, hatte ich ja in einer anderen Ausführung ein paar Jahre auf meinem Schreibtisch stehen, in kleiner, irgendwann in Größe geholt. Ich finde es so lustig, wenn du jetzt da drauf drückst und der leuchtet auf. Aber wie gesagt, darum geht es ja nicht, das ist nur Motivation. Ich meine, du warst ja auch dabei, ich mache das auch schon seit fast 7 Jahren, ne? Und weißt du, wie das angefangen hat damit? Das ist so krass, weil was du vorher gemacht hast, so in 3 Monaten, machst du teilweise heute in 2 Tagen. Ja. Und ich kann mittlerweile jedem empfehlen, sobald er irgendwie so 15.000, 20.000 Euro macht, und dann kommen ja immer mehr Kunden von uns mittlerweile hin im Monat auf den Level, dass sie da auf ein Team umschalten. Und wir haben ja mittlerweile da auch Programme für, wo wir Leuten genau das zeigen, wie das geht. Wenn man nur alleine ist, dann läuft man natürlich auch Gefahr, sich irgendwie in so Kleinigkeiten verheddern. Ich erinnere mich noch an eine Szene, da hast du irgendwie wochenlang rumgeschraubt und so den perfekten Weg, Kunden durch E-Mails durchzuführen. Und dann hast du ja, boah, wenn das jetzt fertig ist, du auf der grünen Wiese gebaut, um das zu testen, wenn das jetzt fertig ist, wird das bestimmt richtig, richtig toll. Und dann war es fertig. Und ich bin morgens arbeiten gegangen, kam nachmittags wieder. Und dann stehst du da, du guckst aus dem Fenster raus und denkst, es klappt nicht, ich weiß nicht, woran es liegt. Beruhig dich, vielleicht wird es alles mit der Zeit, dann hast du wieder ein paar Stellschrauben gedreht, dann ging es irgendwie. Und das ist auch so eine Sache, lieber jemanden holen, das habe ich da gelernt dann, der Ahnung hat und der einen wirklich schon an A nach B bringen kann, der einfach schon 5, 6 Stufen weiter ist. Ja, weil nochmal das Trivialste, wie gesagt, heute 54.000 abgeschlossen, das Trivialste für uns ist es, einem zu zeigen, wie er 10.000 im Monat macht. 52.000, sorry. Moment.
Bis jetzt. Stefan hat heute übrigens Geburtstag. Genau. Ja. Also es ist Geburtstagsvideo für den Stefan. Jetzt bitte alle ein Ständchen für mich. Happy birthday to you. Happy Birthday, lieber Stefan. Jetzt mal zweistimmig. Happy Birthday to you. Baulix, die können auch singen. Viele nicht wissen. Viele nicht wissen, wir haben alle Theater gespielt. Und das ist sehr einfach. Heute gehen wir noch Star Wars gucken, ja, den neuen Film mit Han Solo. Bin ich sehr gespannt. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Film gut wird, ist sehr gering. Sehr gering. Ja. Star Wars ist tot. Star Wars hat uns in letzter Zeit häufig enttäuscht. Die Erwartungen sind jetzt so niedrig, dass es vielleicht leichter fällt, sie zu übertreffen, ich weiß nicht. Ich würde mich nicht wundern, wenn wir vielleicht rausgehen und sagen, so schlecht war er doch gar nicht gewesen. Ich gehe quasi mit derselben Erwartung rein, wie bei jedem Webinar von allen Online-Marketern, die ich so kenne. Da kann ich auch nicht enttäuscht werden. Und dann gucken wir mal, was passiert. Der Unterschied zwischen den Webinaren der meisten Online-Marketer und Star Wars ist, dass Star Wars wenigstens noch Geld macht, auch wenn es scheiße ist. In diesem Sinne, schauen wir mal, wie Star Wars wird. Wir werden danach nochmal berichten. Macht's gut. Ciao.